Also zum Thema Body Peep, ich habe meinen Schluss schon fertig. Die Folgen sind jetzt zuletzt auch in Asgard und Resurrection rausgekommen. Aber das hat natürlich mit dem Format Body Peep nichts zu tun. Außerdem habe ich mich jetzt umgezogen. Da wir jetzt nicht mehr in Rayonus sind, bin ich jetzt ein kleiner Ritter. Ja. Aber bevor wir hier jetzt weitermachen, wann geht eigentlich der Sabaton Und weiter? ja, wie gesagt, also der Sabaton müsste im Grunde genommen entweder 32 oder 35 Stunden noch zu Ende geführt werden. Ich will das eigentlich im November machen, aber ich merke auch schon gerade, dass es zeitlich unglaublich schwer wird, Ende des Jahres so einen Stream unterzubringen. Vor allem, weil ich ja auch, wie im letzten Stream, in der letzten Folge schon angekündigt, ja auch noch den kulturellen, ja, den traditionellen, ich hab's heute wieder, Leute, den traditionellen 24-Stunden-Livestream machen möchte. Und genau dieser Livestream, dieser 24-Stunden-Livestream, hat von mir tatsächlich eigentlich eine höhere Priorität, als es der Sabaton, also die Fortsetzung dessen hat. Und jetzt bin ich tatsächlich am Überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, den Sabaton Anfang nächsten Jahres zu beenden und das auf diesen Zeitraum zu schieben. Ich war auch wirklich kurzzeitig am Überlegen, ob ich nicht fragen sollte, ob ich den Sabaton vielleicht nicht doch lieber nicht zu Ende führen muss. Ja, deswegen möchte ich da vernünftig dran gehen und das jetzt nicht einfach in einem Zeitraum machen, wo ich vielleicht dann noch gestresst wäre, weil andere Aspekte zu kurz kommen würden oder so. Ich will das halt mit der nötigen Entspannung machen und so, dass es dann mir auch Spaß machen kann und ich das nicht nur aus Zwang machen muss. Und ich weiß, diese Balance würde ich viel besser Anfang nächsten Jahres hinbekommen als jetzt im November oder also im Dezember ist komplett, das kann ich direkt ausklammern, Leute. Vor allem, weil im Dezember auch der 24-Stunden-Stream eigentlich kommen soll. Das kann ich direkt, ne? Wenn, dann wäre nur der November noch im näheren, ne? Also, dann wäre das noch greifbar. Aber auch der wäre super, super schwierig. Von daher bleibt eigentlich fast nur Januar, Februar. Und ja, also, Leute, ich bin gespannt, was ihr sagt. Also, ob ihr da. Ja, also, seid gerne ehrlich, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich bin. Ja, ich kann mir schon denken, dass viele da jetzt nicht so begeistert sind oder viele keinen Bock drauf haben. Ich hatte kurzzeitig zwar den Gedanken, als wir den am Laufen hatten, dachte ich so, okay, mache ich nochmal irgendwie, weil der ist ja schon extrem gut angekommen, muss man ja auch sagen. Viele Zuschauer waren dabei. Wir haben super viele coole Sachen gemacht und am Ende war der Vibe ja auch sehr, sehr cool. Aber ändert ja nichts daran, dass sowas eine einmalige Sache sein sollte und auch was Besonderes. Und deswegen wird es auf jeden Fall auch so sein, dass der weiterhin special bleiben wird und nicht nochmal kommen wird. Das Einzige, was noch in Zukunft kommen wird, sind 24-Stunden-Livestreams. Ah, okay. Ja, gut, dann warten wir halt. Ist hier in Ordnung. Dann geht's halt Anfang 2025 jetzt weiter. Vorher kommt noch ein 24-Stunden-Stream mit Hogwarts Legacy. Ja. Hauptsache, es geht halt weiter. Da kann man auch drauf warten. Ich hoffe nur halt, dass nicht das gleiche passiert wie mit dem Versus-Turnier. Oder mit den LBA und LBF-Finals, wo ich eigentlich die Hoffnung auch schon fast aufgegeben habe. Aber warten wir mal Anfang 2025 ab. Ja. Und dann, ich sagte ja, ich wollte jetzt nicht mehr über Rayono sprechen, sondern über Baudi Piep. Ich habe die erste Folge von Baudi Piep mir angeschaut und ja, da dreht Latvila an. Latvila ist eine, ja, auch eine Minecraft-YouTuberin. Ich habe mir dann auch ihren Kanal angeschaut. Die wirkt auch recht sympathisch. Also, das neueste Video, ich zeig mal kurz was. Diese Dose kann sich allerdings nicht nur öffnen und schließen, sondern produziert auch noch Ravioli. Denn Blizzard war so lieb und hat tatsächlich meine Kanalpunkte Ravioli-Dosen in CreateLive 5 gebracht. Und die haben ein ganz schön aufwendiges Crafting-Rezept, sage ich euch. Dazu würde ich jetzt einfach ganz unten in der Dose mal anfangen. Wir haben nämlich hier schon mal unsere ersten beiden Felder, nämlich einmal Soja und einmal Tomaten, die dann jeweils hochtransportiert werden. Die Ebene höher haben wir dann auch. Also in dem Video stellt sie eine Mod vor, eine Mod mit einer Ravioli-Dose, in der halt wirklich Ravioli angebaut wird. An sich eine sehr lustige Mod, allerdings eine, die ich niemals verwenden würde, weil sie nur für den kurzen Gag gut ist und wenn man halt gerne Ravioli isst, dass man dann halt dauerhaft Ravioli hat. Ja, aber ich finde Latvila von ihrem Videostil recht
angenehm und sympathisch. Ähnlich verhält es sich auch mit Klim. Hallo, na, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Zuallererst, sage ich später. Jetzt sind wir aber in Craft Attack 12. Ab geht der Peter, neue Season, neues Glück. Wir haben richtig viel vor, ich zeig's euch. Ich habe auch schon einiges im Inventar. Wir haben nämlich schon einen Tag gespielt. Oder naja, besser gesagt, haben wir schon 4 Stunden und 24 Minuten gespielt ungefähr. Und das hier ist der neue Spawn von Craft Attack. Gleich zu Anfang, wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich live auf Twitch. Und zwar mache ich gerade einen Sabaton, einen kleinen, ich mache einen Wochenendathon. Ich habe ja noch eine eigene Spielefirma, da entwickle ich Spiele, pipapo, deswegen ne, kann ich nicht lange streamen. Ja, also was der da gebaut hat, das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, da kann ja, also, das sieht wahnsinnig gut aus, das, und auch sein Moderationsstil, sehr sympathisch, wie er ja direkt hier mit dem Hallo reingekommen ist und alles. Ja, und die beiden mussten dann die Burg Bürresheim nachbauen und die wurde auch im Video von, oder in der Folge von Body Peep erläutert. Schloss Bürresheim steht in der Eifel im Kreis Main-Koblenz auf einem Felssporn an der Mündung des Nitzbachs in die Nette. Es ist noch nie zerstört worden und ein Teil, die Kölner Burg, ist heute eine Ruine. Der andere Teil, die Trierer Burg, wurde nach dem Mittelalter zu einem Schloss umgebaut. Ja, das. Ich kannte die Burg jetzt noch nicht, aber auch hier muss ich sagen, dass diese Sendung wirklich gut ist, denn man lernt wirklich was. Also ich finde das wirklich gut, wie sie hier auch Sachen, auch Trivialwissen über die Burg Bürresheim vermittelt haben. Ja, deswegen würde ich euch eigentlich sagen, ich kann euch nur empfehlen, schaut euch die Serie auch an. Ich finde sie gut, unterhaltsam, vermittelt Trivialwissen, zeigt Minecraft Skills. Wer jetzt gewonnen hat von Latvila oder Klim, das verrate ich jetzt natürlich nicht. Dafür müsst ihr schon die Folge gucken. Apropos gewonnen haben, ich habe jetzt auch die neue Folge von Eine Handvoll Donuts mit Ducky geguckt. Habt ihr auch live reacted, aber habt das noch nicht geschnitten und ich weiß noch nicht, ob ich das dann hier auf meinem Kanal hochladen werde, weil ich halt nicht so viel mit Fremdcontent eigentlich haben möchte. Und wenn demnächst der 24-Stunden-Stream mit Hogwarts Legacy kommt, dann sind das ja schon wieder 24 Folgen Fremdcontent. Naja. Was jetzt? Eine traurige Nachricht. Gerade eben, bevor ich die Folge hier starten wollte, habe ich etwas gelesen auf kino.de. Und zwar hat, wie heißt er denn jetzt? Eddie Redmayne, der Schauspieler von Newt Scamander, wohl gesagt, dass es jetzt endgültig aus ist mit den fantastischen Tierwesen. Jetzt, also kino.de zitiert comicbook.com und da sagt Redmayne: Ich denke, wir haben Newt wahrscheinlich zum letzten Mal gesehen. Das ist eine sehr offene Antwort, aber ja, das ist alles, was ich weiß. Ich meine, ihr müsst die Leute bei Warner Bros. Und J.K. Rowling fragen, aber soweit ich weiß, war es das. Ja, es wird also wahrscheinlich kein Fantastic Tier bis 4 geben, was echt doof ist, weil sie halt echt viele offene Fragen gestellt haben, die jetzt nicht aufgelöst werden. Ich hoffe mal, die werden irgendwann dann aufgelöst. Also ich hoffe auf ein Fantastic Tier bis 4. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt Glück habe in den Kinderjoys. Ich habe schon wieder nicht nachgeguckt, will ich mir eigentlich noch fehlen. Aber ich gucke jetzt einfach mal. Wenn eh nur Schrott ist, wie hier im ersten, ist schon wieder so ein doofer Schlüsselanhänger von Luna. Ja, toll. Wenn es natürlich so gleich losgeht, dann gucken wir mal, was in der Nummer 2 ist. Ob die vielleicht besser ist. Ah, noch mehr Schrott. Was ist denn heute los? Was ist das denn? Irgendwie so ein Klemmding. Ich schau mal kurz, was auf dem Beilagenzettel steht, was man damit machen soll. Ah, Beilagenzettel schon zerrissen. Ja, damit kann man irgendwie im Notizheft mehrere Seiten, also im Hausaufgabenheft zum Beispiel, kann man damit irgendwie mehrere Seiten gleichzeitig festklemmen. Toll, was für ein Schrott. Na, dann hoffe ich jetzt Glück, zumindest im dritten zu haben. Im dritten nicht. Ich erlässt jetzt zumindest ein. Jetzt schon wieder. Nur Schrott, was ist denn heute los? Toll, 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 nee. Ich glaube, wenn das so ist, dann beende ich die Folge jetzt besser, bevor es hier dunkel ist und Monster kommen, denn ich nehme die Folgen ja jetzt extra vor dem Schloss auf und da kann ich ja nicht in den Schirmmodus gehen. Das heißt, wenn es dunkel wird, kommen hier auch Monster und tun weh und ich sage deswegen, arrivederci, tschüss, over and out.